Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alice Madness Returns. Ja, in der letzten Folge haben wir eine neue, sehr nervige Gegnerart kennengelernt, die diese fliegenden Babypuppen, die ja sehr nervig sind. Ja, oh ja, das sind sie. In der Tat. Und da haben wir schon wieder so ein Exemplar. Man kann sie aber, wie ihr seht, auch mit der Pfeffermühle bekämpfen. Es erfordert einige Geduld, aber es geht, wie ihr seht. Nur kriegt man dann keine Belohnungen. So. Ich guck's gerade, wo es finden könnte. Hier muss ich hin. Das weiß ich. Ich glaube, hier sind wir auch zuletzt stehen geblieben, oder? Ja, genau. Wir haben noch die Flasche eingesammelt und dann habe ich, glaube ich, einen Cut gemacht. Ja, genau. Daran kann ich mich noch erinnern. Und ich hoffe auch, ich bin gerade nicht so laut und auch nicht so leise. Und beides nicht. Einfach genau so richtig, wie es sein muss. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Vermute ich einfach mal. Der Daumen zeigt nach oben. Hier haben wir eine neue Schnauze zu pfeffern. Ich glaube, das habe ich auch noch gemacht, oder? Ich weiß gerade nicht. Habe ich die Schnauze noch gepfeffert? Na egal. Dann machen wir das auf jeden Fall jetzt. Und holen uns erstmal die Blume hier. Ah. Geheime Wege, hm? Und dann holen wir uns noch die Erinnerung da. So. Und ich glaube, wir sind auch fast fertig mit dem Spiel. Ja. Einfach weil... Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Moment. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Gin aus dem Fass in die Flasche kommen? Tja. Gut, was ich sagen wollte. Ah ja, hier. Muss einmal einschlagen. So. Was ich eben sagen wollte. Wir sind fast am Ende. Und... Der macht mir gerade irgendwie ein bisschen Angst. Zum Glück ist er nur aus Holz. So, und noch eine Flasche. Ich habe nicht alles eingesammelt. Ja. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja gesagt, ich kein 100% One, sondern nur ein einfach durchspielen One. Ein 99,99999 One. Ja. Wenn es so etwas gibt. So. Jetzt muss ich da auf die nächste Plattform hüpfen. Und dann hier auf die nächste. Immer weiter, immer fort. Oder? Na, jetzt konnte ich nur raten. Jetzt konnte ich die Plattform nämlich gerade nicht sehen. So. Nochmal hochspringen. Ich hoffe, wir finden auch nochmal die Gelegenheit, die T-Kanone maximal aufzuwerten. Das wäre nämlich wirklich gut, denn die können wir gebrauchen. Die ist nämlich sehr stark. So, wir könnten eigentlich jetzt schon darüber springen, wenn wir wollten. Hm, da ist eine 5. Was ist da? Ist da eine 3? Ja, da ist eine 3, oder? Das heißt, wir müssen jetzt auf die Plattform. Genau. Dann müssen wir auf die 4. 1, 3... Das da oben ist die 4, ne? Ne, das ist auch eine 3. Betrug! Hä? Mir war so, als hätte ich was gesehen. So, ich hole mir den Zahn hier oben. Und eigentlich könnte ich jetzt darüber. Ich will aber... ich glaube, wenn ich dahin springe, rutsche ich davor ab. Also springe ich da nicht hoch. Grinsi, was sagst du uns? Das passt doch.
perfekt zusammen und ich bin ein perfekter Richter. Zeit, dein neues Köpfchen auch zu benutzen. Ja, weil ihr wisst ja, bisher haben wir es nie benutzt, ne? Kam noch nie Rätsel und so. Wir haben noch nie unseren Kopf benutzt. Okay, was bringt er raus? Ein Köpfchen. Oh. Okay. Oh. Ich weiß gerade nicht genau, wie das geht. Aber es scheint Spaß zu machen. Na, schon wieder ein kleiner Lag. Ich kann nur lenken eben. Schon wieder ein lustiges Minispielchen. Das hat was. Ach so, ich lenke es gerade. Mhm. Juhu. Karambolage. Macht Spaß. So. Ich muss eigentlich vor allem lenken. Hier kann ich jetzt noch nicht viel machen. Anscheinend. Ach so, ich kann Schub geben und ich kann ein bisschen lenken. Ah, so, ich muss gerade einfach runter lenken, bis wir letztendlich ganz unten sind. Und da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht. Das wiederholen wir nochmal. Ah, so. Bang! Ich feuer dahin. So, um mir die Szene zu holen. Krach. Noch mehr Szene. Ein kleines... mit welchen Spielen kann man das vergleichen? Cooler World? Wer es nicht kennt, Cooler World gibt es für die PlayStation 1. Und das ist so ein... Naja, wohl man kann es nicht wirklich mit Cooler World vergleichen. Ich habe gerade kein Vergleichsspiel, aber... Die Idee... hat was. Hoch. Konnte ich es eigentlich lenken? Also die Kamera? Ja, ach so, an dieser Stelle kannst du die Kamera lenken. Kein Wunder, dass ich da eben nichts gesehen habe praktisch. So. Hier müssen wir lang. Zahn mitnehmen. Erstmal gucken, dass wir auch da hinkommen. Ah, und da hinfeuern. Ah, Moment. Den will ich doch auch kaputt machen. Muss ich etwa alle... Oh Gott. Was haben wir hier so Schönes? So. Mehr kaputt machen. Irgendwie macht das Spaß. Rolli, Rolli! Rolli, Rolli! Und da sind wir fertig damit. Und ich habe vergessen, bei all dem Trubel meine Uhr zu stellen. Bin ich nicht ein Ass? Ich bin so ein Ass. Ich bin so ein Pro-Noob. Nebenbei, das mit dem Pro-Noob ist ein Insider. Auch. Ich will nochmal was nachgucken. Wir haben 4 von 8 Schnauzen, 5 von 17 Erinnerungen. Keinen der Räume. Wir brauchen mindestens noch 3. Ah, wieder eine Rotsbahn. Wieder eine Rotsbahn. Haben wir... Sie sind doch langsam öde. So, aber egal. Das muss, das muss. Dann machen wir es halt. Ich hoffe, ich komme auch durch das Spiel ohne die maximale Anzahl an Leben. Ich hoffe. Was ich gehört habe übrigens, ist, dass es einen neuen Spiel-Plus-Modus gibt. Ja, also man kann das Spiel nochmal durchspielen mit allen gefundenen Szenen und Sachen. Oh, scheiße. Erstmal zerhaue ich hier die ganzen Standardgegner. Das ist ja wohl erstmal das Wichtigste. Du auch. So. Ihr seht, man kann das Vieh auch zerballern. Und gerade habe ich leichte Lags. Warum auch im... Na wohl, nee, das sind keine Lags. Ja. Weil ich spiele nichts über... Ich spiele nichts online oder so. Das ist Gregi. Ja, Gregi ärgert uns. Ich habe nichts hinausgehört.
Wo bist du, Snauz? Oben irgendwo. Nach oben für die Schnauze. Oder nach oben gucken. Was haben wir da? Was ist das? Zerballern können? Nein. So. Ist irgendwo da hinten. Wir müssen hoch. Und hier müssen wir lang. Ah, okay. Das wird dann wohl so ein Geschwindigkeitspart. Lustig. Und hier... Ah, ja. Sehr schön. Auf diese Weise erreichen wir die Schnauze. Und was kriegen wir dafür? Eine Erinnerung, wie mir scheint. Rein theoretisch müssten wir wohl da lang. Wir können aber auch hier rein und irgendwas da machen. Hat man ja gesehen, die Stachel wurden runtergesetzt. Ich musste deine Familie in der Oxforder Leichenhalle identifizieren. Deine Schwester war äußerlich unversehrt, was ich von deinen Eltern nicht sagen kann. Habt ihr gesehen? Ich kam gerade nicht weg. So. Hat das einen Sinn? Oder muss ich da jetzt schnell genug sein? Hat das einen Sinn? Beziehungsweise, lass mich mal so fragen, wo komme ich denn da... Auf jeden Fall muss hier ein Hasenplatz sein, das ist ja klar. So. Dann muss ich wohl anscheinend so schnell wie möglich da hoch. Hier lang. Und aha. Ja. Geschafft. Oh, das klingt. Ach so. Ich wollte schon sagen. Hey, Happy! Happy zerstampft werden. Glückliches zerstampft werden. Durch glückliche Stampfer. Juhu! Happy zerstampft werden! Stampf! So. Uah. Du kommst mir gerade recht. Ich glaube, wir haben genug, oder? Oder fast genug für die letzte Waffe. Tatsache, nur noch... No Day Nemo, gut gemacht. Du hattest wirklich recht. Wir werden auf jeden Fall genug Zähne sammeln können, um letztendlich alles aufzuwerten. Maximal. Gut gemacht. Du hast mich gespoilert. Na, du hast mich nicht wirklich gespoilert. Nee, kann man nicht sagen, dass du mich gespoilert hast. Hä? Sei vorsichtig, Alice. Okay. Nein, du hast mir wirklich geholfen, das war kein Spoiler. Also, mach dich nicht wahnsinnig. Mach dich nicht wahnsinniger, als du schon bist. Du hast mich nicht gespoilert. Was ist das? Was ist das alles hier? Ja, das dachte ich mir schon, dass da. Dieser. Ort, ja. Dieser Ort ist creepy. Creepiger Ort ist creepy. So, und noch ein paar. Und dann haben wir auch genug, um die... Ja, um die T-Kanone maximal aufzuwerten. Auf dieser Ebene ist ihr eben noch eine Flasche. Und die will ich haben. Und so. Und so. Zug. In die Richtung geht zum Zug. Pass ja? auf, was du tust, Alice. Okay, ich pass auf. Gut, muss wohl etwas aktivieren jetzt. Muss nur... Ach ja, klar, hier.
Okay, und los! Urks? Muss mich beeilen. Abgeschafft. So, genug für die letzte Waffenaufwertung. Wunderbar, damit werten wir die T-Kanone maximal auf. Wir haben nur noch einen einzigen Zahn. Also wenn das ein Milchzahn ist, dann lege ich ihn unter das Kopfkissen. Gib Geld. Von der Zahnfee. Auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Ja, dies mache ich kaputt. Oder soll ich sie noch sammeln? Ich meine, es hat ja kein... Ah, seht mal. Zack. Wie hast du das überlebt? Okay. Ich muss in dem Moment... Ich muss abwarten. Wenn er einmal ganz runter ist, dann kann ich nämlich in klein durchrennen. Wie ihr es gesehen habt. Okay. Hier auch. Einmal ganz und einmal teilweise. Sehr schön. Gut, dann sind wir hier. Und jetzt warten wir, bis der sich vielleicht mal eventuell materialisiert. Na, geht doch. Wollte schon sagen. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich gar keine Szene mehr, aber ich sammle sie trotzdem. Oh, und wie mache ich das? Lass mal sehen. Lasst mal sehen. Hier was hauen erstmal. Oh! Oh, sehe ich gerade. Gut, dann mache ich setze ich hier. So. Und jetzt schnell. Wunderbar, es hat geklappt. Ah, ja. Okay, 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 ich sehe es. Ich hätte ein bisschen schneller sein müssen. Jetzt will ich aber nur noch wissen, wie wir hier dran kommen. Ich habe leider ein bisschen den falschen Weg genommen gerade. Doof, aber... Kann ja mal passieren, ne? Vielleicht wären wir jetzt einfach weitergekommen. Wer weiß. Au. So. Aua. Nochmal. Oder wo bin ich gerade? So, hier lang. Oder? Ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Der Preis ist ein wenig verwirrend. Oh, hier lang. Okay, genau. Dann hier den Hasen. Ich muss die Passage schaffen. Hier klein werden. Und jetzt schnell durch. Alles klar, hat geklappt. Sehr schöne Sache. Hier runter. Und hier wieder. Bonk. Okay, und schon sind wir wieder hier. Also, es muss einfach schnell genug sein. Es sind zwei Türen. Und das hebt diesen Stachelblock an. Daher muss ich das machen wieder an der einen Stelle. Und drinnen. Wunderbar. Mal Hebel umlegen. Ich bleib das erstmal offen. Jetzt können wir uns auch ein wenig darauf konzentrieren, wie man an die Flasche kommt. So! Wunderbar! Wir haben die Flasche. Sehr schön. Okay, okay. Und wie... Ach, hier geht's weiter. Gut. Ich wollte erst fragen, aber... Das muss ich ja nicht. So. Okay, jetzt wird's verwirrend. Ich weiß nicht... Nein! Nicht ihr! Ihr seid das Nervigste, was es geben kann.
Ihr seid dazu verdammt nervig zu sein. Upp, weg. Explodiert. Alles klar. Jetzt können wir ja die Szene einfach einsammeln aus irgendwelchen Gründen. Wir haben ja alle Waffen aufgewertet. Wie sieht die T-Kanone jetzt aus? So. Scheint mir nicht viel anders auszusehen. Ich überlege gerade, wo es weitergehen könnte. Okay. Wodurch wird dieses beeinflusst? Welches hebt das an? Das da hinten? Ich weiß ja nicht. Doch, die beiden arbeiten zusammen. Okay. Bloß nicht runterfallen, Alice. Wäre jetzt nicht so gesund. Okay. Oh Gott, das wird schon ein wenig komplex. Es wird komplex! Okay, tatsächlich. Das hebt das an und das hebt das an. Wofür wäre das? Für einen Zahn. Gut. Was soll darin jetzt so toll sein? Bringen wir die Plattform wieder hoch. Gut. Okay, ich muss also die andere Plattform senken. Dazu mache ich Folgendes. Ich warte und warte. Setzen den Hasen. Und springen. Und kletter hier lang. So. Hier rüber. Hier hoch. Ganz schnell. Und dann hier hoch. Hat doch wunderbar geklappt. Okay, aber an dieser Stelle würde ich sagen, mache ich jetzt einen Cut. Und wie es mit Alice Madness Returns weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Und ich vermute, dass das Spiel nicht mehr so lange geht. Ich vermute es einfach mal, weil... Vor allem, weil wir alle Waffen aufgewertet haben. Ja, und wir haben auch schon sehr viele Prozent erreicht. Auch an Sammelbarem haben wir fast alles. Daher denke ich, dass es nicht mehr lange dauert. Aber lasst uns dann das mal später dann... lasst das uns dann sehen, wenn es soweit ist. Also, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, falls ihr Taste erwischt.